Sie sind hier, 10. August 2018, 13.49 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Max Hess scheiterte bei der Heim-EM in Berlin in der Qualifikation. Urheberrecht Getty Images. Titelverteidiger Max Hess scheidet bei der Heim-EM in Berlin in der Dreisprung-Qualifikation aus. Hess plagten Ende Juli noch Verletzungsprobleme. Titelverteidiger Max Hess ist bei der Heim-EM in Berlin in der Dreisprung-Qualifikation ausgeschieden. Der 22-Jährige kam am Freitagmittag auf 16,32 Meter und schaffte damit nicht den Einzug in die Medaillenentscheidung der besten 12 am Sonntag, 19.55 Uhr, bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg. Ende Juli hatte Hess seinen Wettbewerb nach 4 Versuchen nach Problemen mit dem Beuger aus Vorsicht abgebrochen. 2016 in Amsterdam holte Hess im Alter von nur 19 Jahren den Titel. Zuvor hatte es 45 Jahre kein EM-Gold für einen deutschen Dreispringer gegeben. Zeitplan der Leichtathletik-EM in Berlin von Sportinformationsdienst.